Christopher Braun, Spieler des SV Wilhelmshaven, erstmal zu deiner Person. Man liest oft in den Medien Rechtsverteidiger, defensives Mittelfeld, dann habe ich auch irgendwo gelesen Stürmer. Was bist du denn eigentlich jetzt genau? Ja, also die Herren haben keinen Fehler gemacht. Ich bin Außenverteidiger, also kein Stürmer oder keine hängende Spitze. Ich spiele schon seit Jahren auch bei St. Pauli, wo ich davor gespielt habe, spiele ich auf den Außenpositionen. Also ich bin kein Stürmer, also Außenverteidiger. Hast du gerade angesprochen, St. Pauli, am Samstag ist es soweit, Regionalliga-Auftakt gegen deinen Ex-Verein. Was ist das für ein Gefühl, gegen die Ex-Kollegen zu spielen? Ja, das ist immer wieder lustig, mal wieder gegen die alten Leute zu spielen, weil die kennt man halt auch aus den ganzen Jahren vom Training her und man weiß, wie die spielen und da will man auch denen was zeigen. Natürlich, dass man ein bisschen ärgern, ne? Also, ich freue mich schon drauf, gegen meine alten Leute zu spielen. Viele bekannte Gesichter, auch wenn viele weggegangen sind, aber ich kenne die meisten noch aus der A-Jugend, haben mit denen letztes Jahr zusammengespielt, von daher wird es schon lustig sein. Deine Kollegen haben ja das erste Saisonspiel 4-0 verloren gegen Wolfsburg, eine richtige Packung. Kann es sein, dass der SVW eine kleine Favoritenrolle einnimmt für das Spiel am Samstag? Ja, Favoritenrolle würde ich jetzt gerade nicht sagen, weil wir sind auch eine neue Mannschaft, auch alle neu zusammengewürfelt. Und also wir beginnen einfach als neutrale Mannschaft. Wir wollen aber die 3 Punkte natürlich mit nach Wilhelmshaven nehmen. Und Pauli will natürlich die 3 Punkte in Hamburg behalten, weil es auch wichtig für die nach der 4-0-Niederlage. Aber ich glaube schon, dass wir uns gute Chancen ausrechnen können, da als Sieger vom Platz zu gehen. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern kurz erklären, einen Grund, warum man ins Jadestadion gehen sollte. Vielleicht jetzt auch speziell für das Spiel gegen Osnabrück. Ja, also ich glaube, die Zuschauer haben gesehen, wie wir gegen Dortmund gekämpft haben, wie es Spaß gemacht hat, um zuzusehen, wie wir gekämpft haben. Und ja, wenn mit den Zuschauern natürlich vor so einer Kulisse zu spielen, ist immer wieder Spaß. Und wenn viele Zuschauer kommen, auch in der Saison, und uns anfeuern, ich glaube, dann können wir hier was Geiles aufziehen und mal gucken, was wir erreichen können mit den Zuschauern natürlich. Alles klar, Dankeschön.